Ab heute hörst du einige Gedanken von mir zu deinem Lebensweg. Also nicht der Weg, den andere für dich vorschlagen, sondern dein Weg. Ich hoffe, er ist nicht geschlossen. Und dein Lebensweg könnte allerdings schwierig und anstrengend werden, wenn du keine Geduld hast. Dazu musst du wissen, dass Geduld und Vertrauen Geschwister sind. Und Geduld ist auch das Vertrauen, dass sich alles in deinem Leben zum Besten wendet. Dass alles für dich da ist, dass für dein Wohl gesorgt ist. Im Spiel des Lebens können wir nicht gewinnen. Das Spiel des Lebens, das Ende steht fest, und wichtig ist aber, dass du es fair spielst, dass du in Ruhe und in Frieden deinen Weg gehen kannst. Buddha sagt, Geduld ist die höchste Form der Praxis. Mit Geduld erlangen wir Erleuchtung. Und zur Geduld gehört auch, tapfer abzuwarten, bis man dran ist. Auch du und deine Erkenntnisse brauchen Wachstum, Geduld, Gelassenheit und Zeit. Alle deine Fragen werden dir am Ende des Lebens beantwortet werden. Alles. Jeder Prozess, jede Entwicklung, jedes Wachstum sollte in Ruhe und in Geduld durchlaufen werden. In deinem Lebenswerk wirst du nicht nur Gipfel besteigen, sondern auch manches Tal durchschreiten. Aber der Weg nach oben beginnt im Tal. Dein Weg könnte auch schwierig werden, wenn du dir zu viele Gedanken machst. Die Gedanken kommen manchmal aus dem Reich der Fantasie. Und solange das eine lustige Fantasiewelt ist, wäre es ja in Ordnung. Doch leider entstammen die Gedanken manchmal auch den negativen Anteilen an dir. Und die kommen dann aus dem Reich der Tyrannei. Die tauchen plötzlich auf, laufen automatisch ab. Und dann kommt es zur Gedankenspirale, zu einem Gedankenkarussell. Manchmal entstammen die Gedanken auch einer Gewohnheit. Du hast 80.000 Gedanken am Tag, meistens sind es leider dieselben. Und das sind eigentlich keine Tatsachen. Es sind sich schnell bewegende Objekte, die blitzen auf. Wenn es dann ein Gedankenblitz wäre, wäre es ja klasse. Aber ja, die verflüchtigen sich auch wieder. Es sind nicht immer Tatsachen. Also, glaub nicht immer alles, was du denkst. Und wenn du heute mal nachdenken möchtest, dann überlege, welche Entscheidungen und welche Gedanken haben zu deinem heutigen, jetzigen Leben geführt. Welche Entscheidungen waren vielleicht nicht ideal und du möchtest jetzt etwas verändern. Und das heißt, neue Gedanken, neue Wege. Viel Spaß dabei! Auf deinem Lebensweg solltest du auch Vertrauen haben. Egal was passiert, ich schaffe das. Ich komme durch. Der Fallschirm öffnet sich. Und Vertrauen hat vielleicht für dich zwei verschiedene oder drei verschiedene Aspekte. Einmal, ich traue mich etwas zu tun. Ich habe Vertrauen zu den anderen und ich habe Vertrauen zu mir. Was in Grönemeyer? Momentan ist wichtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund und ohne Verstand, ist nichts vergeben, ich baue die Träume in den Sand. Ja, das Vertrauen, dass sich alles zum Guten wendet.
Und ohne Vertrauen kann ja nichts Echtes passieren. Vertrauen ist auch der Glaube, dass der andere dich verletzen kann, aber dass du glaubst und ihm vertraust, dass er es nicht tut. Vertrauen ist für dich auch eine Fähigkeit, eine gute Beziehung zu führen. Es ist für dich auch eine Grundlage, Flow zu erleben, Integrität zu erleben. Und ja, ein Risiko ist immer dabei. Und heute haben wir viel Neuschnee. Und denke daran, die Filme auf YouTube 70 und mehr, 53 bis 63, Februar, März, April, handeln von Prägungen, von Glaubenssätzen, Wahrnehmungsfilter und so weiter. Ich würde mich freuen, wenn du auf YouTube den Kanal 70 und mehr abonnierst, likest oder kommentierst. Hier oben in den Bergen, da fällt mir der Glaube ein. Und alle Religionen und alle Weisheitslehrer dieser Welt legen Wert auf den Glauben. Denn alle Weisheiten wachsen erst mit deinem Glauben an die Dinge, die du ja gar nicht sehen kannst. Das sind die Lehren und die Wahrheiten. Und wenn ich nun einige Zitate aus der Bibel zitiere, dann hat das damit zu tun, dass ich mich mit den anderen Religionen nicht so gut auskenne. Aber im Prinzip sagen alle Wahrheits- und Weisheitslehrer dieser Welt das Gleiche. Fangen wir mit den Korinthern an. Und wenn ich weissagen könnte, wenn ich alle Geheimnisse und Erkenntnisse dieser Welt hätte und hätte keinen Glauben, und hätte keine Liebe, so wäre alles nichts. Das heißt, alle Besitztümer, aller Reichtum, alle Geld und Macht haben ohne Liebe keine Bedeutung. Und bei Matthäus steht dann, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn und sagte zu dem Berge, hebe dich von hinnen, dorthin, und er würde sich heben und euch würde nichts unmöglich sein. Das heißt, Faith can move mountains. Aber was wäre, wenn du glaubst, dass dir die Berge immer im Wege stehen? Und übrigens, das, was du glaubst, lässt die Dinge gut oder schlecht entstehen. Und ich mit 70 glaube, dass ich genau das richtige Alter habe. Und enden wir heute mit Markus, der sagt, und wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zu den Bergen sage, hebe dich, und ihr hättet keinen Zweifel am Herzen, so würde es geschehen. Viele Grüße vom Top auf Tirol. Wir sprachen von Glaube und von Liebe und den Weisheiten der Welt. Und hier oben in den Bergen ist es schön, die Einheit, die Liebe zur Erde, zur Welt, zum Universum zu entwickeln und auch den Frieden und in Einheit mit allem zu spüren. Auch mit den Menschen, die dich nicht verstehen, die dich nicht akzeptieren, die dich vielleicht ignorieren oder dich bekämpfen. Und wenn du einen Gipfel besteigen möchtest, achte darauf, dass es der richtige Gipfel ist. Und den Gipfel besteigen, das machst du, um dich weiterzubringen, um etwas von dir zu lernen, nicht um dich zu beweisen. Ich fahre ja auch keine Abfahrt, um dann endlich wieder am Kassenhäuschen zu stehen, sondern die Abfahrt, der Weg ist das Ziel.
Und Ingmar Bergman, der Drehbuchautor, der 2007 verstorben ist, hat Parallelitäten zwischen dem Altwerden und dem Bergsteigen gesehen. Und er hat gesagt, je höher du steigst, desto eher schwinden die Kräfte. Doch umso weiter kannst du sehen. Eine wunderbare Zeit in den Bergen geht nun zu Ende und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Zeit erleben durfte. Die Berge sind auch ein gutes Mittel für Demut und ein Gegenmittel gegen Hochmut und Überheblichkeit, um sich von diesen Dingen zu befreien. Es ging also auch um die Freiheit. Und Schiller meinte, in den Bergen ist Freiheit. Der Hauch der Grüfte geht nicht bis in die reinen Lüfte. Freiheit. Und Demut, das ist auch eine Zurücknahme der eigenen individuellen egoistischen Interessen gegenüber einer höheren Macht. Auch gute Menschen haben eine Vergangenheit. Und dass ein Charakterwandel abrupt geschieht, das ist eher selten. Denn der Wandel zum Guten und der Wandel zum Besseren bedeutet manchmal Wachstum, Kampf, Prozess, Entwicklung. Und demütig dürfen wir dies auch anerkennen. Demut sollte jedoch nicht dazu führen, dass du fremdbestimmt bist. Also du solltest tapfer deine Stimme erheben, wenn es nötig ist. Du solltest dir Gehör erschaffen, geschaffen. Auf den YouTube-Filmen 53 bis 66 hörst du in den nächsten Wochen bis zum 23. April viel über Wahrnehmungsfilter, über Glaubenssätze, über Prägungen, über Konditionierungen und so weiter. Und das wird sicherlich hochinteressant für dich. Ich würde mich freuen, wenn du den Kanal 70 und mehr auf YouTube abonnieren würdest, wenn du ihn liken würdest oder kommentieren würdest.